Alle Welt wartet auf Star Wars Episode 7. Da habe ich mir am Wochenende noch einfach mal alle 6 angeschaut. Für euch jetzt also hier Kritik zu Star Wars Episode 1 bis 3, also die Trilogie, die 99 bis 2005 in den Kinos lief. Und hier geht es um den kleinen jungen Anakin Skywalker, der entdeckt wird auf dem Wüstenplanet Tatooine als so eine komplette Flotte eben mit der Königin von Naboo, Königin Amidala, notlanden mussten. Und er wird als der Erlöser gehandelt und er kann die Macht wieder ins Gleichgewicht bringen. Ne? Also wer jetzt gar keine Ahnung hat, naja, er fängt dann eben hier jetzt mit an. Es geht aber um Jedis und um Macht. Und in den weiteren Episoden, also bis nachher Episode 3, wird Anakin dann eben zum größten Bösewicht der Filmgeschichte. Denn er lässt sich leider von der dunklen Seite der Macht überzeugen. Und ja, das mit diesem unglaublichen Talent. Drumherum unfassbar viele Schauspieler, unfassbar viel Technik. Und wie das aussieht, seht ihr hier in einem kleinen Ausschnitt. Wo ist Master Anakin? Seht, da vorne kommt er. Skywalker arbeitet sich vor. Er muss noch 2 volle Runden absolvieren. Oh je, oh je. Ja, ich weiß, der Film wurde jetzt eher so rudimentär inhaltlich zusammengefasst, aber das sollte reichen. Es sind ja 3 Filme, die aufeinander aufbauen. Eigentlich hat sie ja fast jeder gesehen oder weiß zumindest, worum es geht. Und da fange ich jetzt direkt mal bei Episode 1 mit meiner Review an und versuche das alles so zusammen zu wursteln. Ist schon verrückt und das habe ich jetzt selber gemerkt, was für ein unterschiedlichen Blick auf die Dinge man noch so eher als Kind hat. Ich habe dann das erste Mal mit 12 gesehen. Ich glaube, das letzte Mal aber auch vor mindestens 10, eher 12 Jahren Episode 1. Damals fand ich den ganz okay und konnte nie so das Rumgejammer nachvollziehen. Jetzt habe ich mir den eben nochmal angeschaut und es ist schon beachtlich, was George Lucas dort gerade auch für die Erwartungshaltung, wenn man weiß, so 4 bis 6, kennt man, 100-mal gesehen, da vorgelegt hat, ist eigentlich schon frech, wenn nicht teilweise an einigen Stellen unschaubar. Denn der Film schafft es ja nicht, irgendwie einen Protagonisten ins Zentrum zu stellen, sondern gefühlt sind alle irgendwie Nebencharaktere. Man würde sich irgendwie jemanden wünschen, der das Heft so in die Hand nimmt. Und das kann natürlich ein Anakin Skywalker hier nicht, denn er wird später erst eingeführt und ist also eben nicht so die zentrale Hauptfigur. Gleichzeitig ist dieser Film eben grässlich geschnitten. Man hat das manchmal das Gefühl, das sind jetzt 20 Sekunden, da wird jetzt einfach nur was gesagt und dann geht's weiter und alles in so furchtbaren Überblendungen und alles so furchtbar digital. Und jetzt, wenn man es auf Blu-ray nochmal schaut, gibt es jetzt eben noch diese neuen Steelbooks. Alles gut und schön. Er sieht also wirklich fantastisch aus, wenn man sich ins Regal stellen möchte. Aber gerade in dieser HD-Qualität sieht man eben auf brutalste Art und Weise, wo etwas digital war und dass auch sämtliche Dinge, so an, nicht nur Requisiten, sondern auch alles, was irgendwie so das Set betrifft, hat man das Gefühl, ja, die tanzen gerade locker vom Greenscreen und so wird es ja auch gewesen sein. Das tut an einigen Stellen wirklich weh, wenn man sich weigert, eine richtige Geschichte zu erzählen und man am Ende eigentlich nur weiß, ja, okay, jetzt gibt es da gerade ein Problem und Anakin wurde gerade gefunden. Ja, so what, bräuchte dafür 2 Stunden. Und ja, Jar Jar Binks ist halt tatsächlich, also ich habe versucht, Abstand zu nehmen, habe den Film nochmal neu geguckt und dachte einfach nur, halt doch einfach deine Fresse. Es gibt Szenen, die nur auf Jar Jar Binks zugeschnitten worden sind, die so nervig sind und vor allen Dingen der Geschichte nichts bringen, dass es echt entsetzlich ist. Also die Optik ist so lala, an einigen Stellen furchtbar, an anderen Dingen wieder toll, aber selber die Geschichte, das funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Und auch dort der Bösewicht wird eigentlich nur so ganz kurz eingesetzt, strahlt eigentlich zwar was aus, aber es kommt halt nie irgendwie eine Gefahr. Dementsprechend, obwohl ich Star Wars sehr, sehr mag und mich sehr auf den neuen freue, Episode 1 bekommt 3 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir dann zur Episode 2, der auf jeden Fall schon um einiges besser ist, weil man auch da merkt, okay, es ist zwar immer noch irgendwie so ein bisschen verhackstückelt, man versucht aber mal eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich bleibe mal länger als eine Minute an irgendeinem Ort und es wird irgendwie was aufgebaut. Leider ist aber ein Großteil der Geschichte eben auch absolutes Soap-Opera-Niveau. Da geht es nämlich eben darum, dass Anakin und Königin Amidala bzw. Padme sich ja so ein bisschen ineinander verlieben. Da etwas entsteht.
dass da die Dialoge, was eben auch an der eher zweifelhaften schauspielerischen Leistung von Hayden Christensen liegt, dass das echt, man das Gefühl hat, so, ja, jetzt sind sie gleich in Berlin, schlürfen Latte und es kommt, wie geht das? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Man wartet wirklich nur darauf. Und auch hier merkt man, dass die digitalen Effekte schlechter eigentlich aussehen als in Episode 4 bis 6, weil dort eben alles, also nicht die Effekte selber, sondern da waren eben alle Schauspieler irgendwie echt da. Alle Stormtroopers waren echt. Hier merkt man einfach, dass viel zu viel digital umgesetzt worden ist. Und auch Yoda, auch bitte Leute, gerade jetzt in dieser HD-Version, das tut einem echt weh, weil man hat das Gefühl, ja okay, ich sehe halt, dass er nicht da ist. Wer hat den denn da reingesetzt? Das ist keine gute technische Umsetzung. Aber, wie gerade schon eben angedeutet, die Story wird ein bisschen besser erzählt. Man bekommt langsam wenigstens irgendwie mal einen Plan davon, was die Geschichte erzählen soll und auch wo sie hingeht. Also ist er als Zwischenstück weitaus besser als Episode 1, aber immer noch kein richtig guter Film. Ja, durchschnittlich 5 von 10 Punkten gibt es da von mir. Dann ist Episode 3, Die Rache der Sith, wirklich eindeutig der beste Film dieser Reihe. Das liegt auch daran, dass es dramaturgisch halt weitaus einfacher zu erzählen ist. Wir haben halt noch so einen Anfang, wir wissen, wo es hingehen soll. Und dazwischen muss ich jetzt eben genau diese Geschichte erzählen, wie das irgendwie passiert. So 100% glaubwürdig ist das, was mit Anakin passiert, an wenigen Stellen. Das liegt aber, wie gesagt, vor allen Dingen an der schauspielerischen Leistung von Hayden Christensen, der nicht umsonst für Episode 2 und Episode 3 auch die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller bekommen hat. Ja, so kommt er nicht von ungefähr. Übrigens, Jar Jar Binks in Teil 1. Schon irgendwie ganz witzig. Aber zurück zu Episode 3. Hier möchte auch eben was erzählt werden. Hier gibt es genug andere Punkte und genug andere Geschichten, die nebenbei erzählt werden. Denn tatsächlich ist es nicht so aufregend, Anakin dabei zuzusehen, wie er zu Darth Vader wird, aber insgesamt durchaus spannend. Auch die Optik merkt man, okay, ja, 2005, da hat sich noch irgendwie was getan, tut so sein Übriges dazu und man merkt dann eben auch so, okay, da sind so jetzt so ein paar klitzekleine Antworten, die einem gefehlt haben, wenn man Episode 4 bis 6 geschaut hat. Und gerade dann der Übergang von Episode 3 zu Episode 4, auch wenn Episode 4 25 Jahre früher kam, gelingt hier eben weitaus besser. Deswegen gibt es von mir, auch wenn es immer noch kein super starker Film ist, aber unterhaltsam gegen Ende auch recht spannend gemacht und sieht auch weitaus besser aus als alle beiden Teile vorher. 7 von 10 Punkten. Also Episode 1 bekommt von mir 3 Punkte, Episode 2 5 Punkte und Episode 3 7. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass nächste Woche, da nehme ich mir Episode 4 bis 6 vor, das weitaus besser aussehen wird. Denn ich freue mich tatsächlich auch sehr auf Star Wars. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Star Wars-Hater. Im Gegenteil, freue ich mich sehr. Umso entsetzter war ich jetzt, was Episode 1 und 2 betrifft. Könnt gerne einen Kommentar da lassen. Wie seht ihr das? Wie findet ihr Episode 1, Episode 2, 3? Lasst da gerne ganz ausführlich drüber diskutieren. Würde mich freuen. Beteilige mich natürlich auch. Oder ihr schaut einfach mal vorbei. Folge Pitch Me. War doch eigentlich ganz nett mit The Changeman. Ich weiß, es ist schon ein paar Tage her. Kann man sie aber immer noch angucken. Unten links. Und gerade wenn wir über Jar Jar Binks und Freundschaft sprechen. Die besten Freundschafts-Buddy-Komödien. Filme, Zeug gibt's hier unten rechts. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut. Adieu.